So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute geht's mit dem zweiten Gamescom-Tag sozusagen zu Ende. Heute war der erste öffentliche Tag und ja, es kamen auch ein paar News rein, allerdings relativ wenig, was ich sehr schade fand. Am Anfang ging's ja los mit der EA-Pressekonferenz und mit der fange ich jetzt auch gleich an. Danach kommen noch die News, die so im Laufe des Tages dann noch nachkamen. Und ja, da war ja leider, das Ganze war ja so im öffentlichen Bereich, so wie ich das mitgekriegt habe. Das war, der Stream ist relativ oft abgebrochen und es war jetzt auch wirklich nicht so wirklich geiles Zeug dabei. Was cool dabei war, war zum Beispiel NHL 15, also da haben die einen neuen Trailer gezeigt, der war echt cool, unterhaltsam, hat coole Moves gehabt und auch einen Faustkampf gezeigt zwischen zwei Eishockeyspielern, was ja auch coolerweise in dem Spiel geht. Und ja, mit cooler Musik unterlegt, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die Sims 4 haben sie ewig lang gezeigt, ne? Und hauptsächlich den Editor, wie es halt, wie man halt den Sims erstellen kann oder den Sim erstellen kann, wie man ein Haus baut und ja, also war relativ trocken und dann ist mittendrin immer mal der Stream abgekackt und ja, lief einfach alles nicht so rund. FIFA 15 wurde gezeigt, beziehungsweise wurde gesagt, dass die türkische Super League wieder dabei ist. Die Premier League haben sie komplett neu gemacht und halt alle Spieler, alle Ligen, alles ist enthalten und auch die Stadien alle neu animiert und konstruiert. Und ja, im September kommt die Demo. Dann die neue IP sozusagen von BioWare heißt Shadow Realms. Ich weiß nicht, Realms? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Online-RPG. Also die Trailer sahen schon richtig cool aus, diese Teaser. Und dann kommt halt ein Online-RPG, das eventuell sogar noch Free-to-Play ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das haben sie nicht gesagt. Man kann sich aktuell auf der Website für die Closed Alpha registrieren, die im September startet. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Battlefield Hardline haben sie ein richtig dickes Paket gezeigt, war eigentlich auch das Beste, was bei der ganzen Pressekonferenz gezeigt wurde, nämlich den Singleplayer haben sie gezeigt. Also man spielt so einen Korb und die Mission, die sie gezeigt haben, da waren wir so irgendwie so halt mit einem Kollegen vielleicht oder einem anderen Gefangenen auf jeden Fall eingesperrt und musste man halt da irgendwie entkommen. Und man kann halt Gegner ablenken, indem man Sachen wirft und die laufen dann dahin, also schön doof. Und man kann aber auch Gegner markieren, wie bei Far Cry zum Beispiel. Und da ging es dann auch darum, die sind zuerst aus so einer Untergrundfestung raus und dann waren die in so einem, ja, da war so ein Trailerpark, so eine kleine Wohnwagensiedlung. Und da mussten die dann die restlichen noch sozusagen, ja, wie nennt man das, nicht erledigen, aber halt, ja, da irgendwie durchkommen und, ja, doch im Grunde alle erledigen. Und da waren halt zwei so Typen, da ist der dann hingelaufen und hat ihnen seine Marke gezeigt und die haben die Waffen runtergenommen, was echt cool ist, dass es so ein Feature gibt. Und der hat die dann auch gleich verhaftet und den hinten dann die Handschellen angelegt und man kann auch tasern und so. Und das sind alles ganz coole Aspekte, wenn man so vorgeht und allerdings waren das schon teilweise sehr brutal, wie die vorgegangen sind. Ich frage mich, ob die Polizei in Wirklichkeit so vorgehen würde, aber das wurde dann auch komplett, diese Zweifel wurden komplett über den Haufen geworfen, denn es will ja anscheinend kein Polizeispiel sein, denn am Ende war eine Schießerei und der Polizist hat 20 Leute getötet, deswegen kann das nicht wirklich so sein, dass das ein reines Polizeispiel sein will, sondern eher ein Spiel so, ja, Battlefield in einem anderen Setting mit ein bisschen Polizei-Features mit drin, aber halt jetzt nicht kein reines Polizeispiel, wo man auf Vorschriften achten muss oder so. Und ja, dieser ganze Look dieser Schießerei und dieser Wohnwagensiedlung hat mich sehr stark an Call of Juarez The Cartel erinnert. Vielleicht liegt es auch nur am Setting, aber so vom Look her hat mich das sehr stark daran erinnert. Und ja, danach haben sie noch ein bisschen was zum Multiplayer gesagt, nämlich es wurden zwei Modi vorgestellt. Einmal Hotwire, das ist so eine Art Verfolgungsjagd mit Gangstern und Polizei, wie man sich schon denken kann. Und ja, da geht es einfach darum,
den an, wer den anderen stoppt oder irgendwie so. Mit mehreren Fahrzeugen ist das. Und dann gibt es noch Rescue, da muss man einfach eine Geisel befreien. Und das ist eigentlich das Hauptding, eine Geisel befreien. Wie genau das umgesetzt ist, war ein cooler Trailer, aber die sind da in so einem Drogenlabor zu fünft und haben halt so nach und nach die Leute ausgeschalten und dann die Geisel einfach rausgetragen. Das war's. Im Grunde. Bin gespannt, weil da durch dieses Polizeisetting können viele neue, verschiedene Modi kommen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Dann habe ich noch drei News, ohne Scheiß, drei News, die wirklich interessant waren, sind jetzt noch nachgekommen, nämlich Rise of the Tomb Raider. Wurde jetzt auch gesagt, dass es nicht nur für die One erscheint, sondern auch für die 360 im Herbst 2015. Aber es wurde jetzt auch nur gesagt, dass es zeitexklusiv ist. Also es kann gut sein, dass es 2016, 17 auch für PC und PS4 oder PS3 rauskommt. Also es ist nur zeitexklusiv. Trotzdem, Xbox-Spieler haben den Vorrang und können im Herbst 2015 Hand anlegen an das schöne Stück. Ich bin ja gespannt, was das kann. Der erste Teil hat mir echt richtig gut gefallen. Aber auf jeden Fall, weiter geht's mit The Crew. Da wurde jetzt gesagt, dass alle Versionen, also auch die Xbox 360-Version, wie auch die Next-Gen-Version, alle gleich sein werden. Sie werden alle Ladebalken haben, sie werden alle von den Features, Missionen her, alles komplett gleich sein. Und da hoffe ich nicht, dass damit auch die Grafik gemeint ist, weil das wäre schon echt scheiße, wenn ich habe eine One und muss dann 360-Grafik spielen. Das muss nicht sein. Und aktuell steht noch im Raum und wurde nichts dazu gesagt, ob man jetzt eine permanente Internetverbindung braucht, weil es kann natürlich gut sein, dass da immer wieder ein bisschen was aus dem Internet nachgeladen wird, wegen der offenen Welt und so, weil man halt die ganze USA befahren kann. Und ja, zu guter Letzt noch was zu The Evil Within. Da wurden drei DLCs angekündigt und diese drei DLCs kann man auch etwas günstiger haben, wenn man den Season Pass kauft. Für 19,99 € ist dieser zu haben und ja, das ganze Spiel erscheint am 17. Oktober und soll, so wie es jetzt hieß, in Deutschland komplett ungeschnitten sein. Eine coole Sache, muss man sich mal anschauen. Ich habe bis jetzt relativ wenig zu dem Spiel gesehen. Viele sind ja sehr heiß drauf. Müssen wir mal gucken und abwarten, was da noch so kommt. Und ja, in diesem Sinne war es das jetzt mit diesem News-Video. War relativ wenig heute. Wenn EA heute keine Pressekonferenz gehalten hätte, wäre es noch weniger da gewesen. Dann wäre das Video eine Minute lang, weil ich halt nur drei News hätte. Und ja, so sind wir jetzt bei knapp 8 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr die News von gestern, weil da war richtig viel, 20 Minuten News haben wollt, schaut es euch nochmal an. Ist echt zu empfehlen und ja. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meiner letzten Kritik, darunter zur Kritiken-Playlist. Rechts kommt ihr, wie gerade schon gesagt, zu meinem letzten News-Video. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.